was da gerade von der Stadt haben. Immer noch niemanden geschickt, um das zu reparieren. Er hat es wieder getan. Wir sind gerade erst wieder zusammen. Aber er ignoriert mich. Er hat Angst, abserviert zu werden. Also tut er es immer zuerst. Dabei will ich doch nur die Beziehung retten. Ich komme mir so blöd vor. Er ist hier der dumme Theo, nicht du. Du trägst so viel Liebe und Mitgefühl in dir. Aber an Leute wie ihn ist das verschwendet. Ich weiß, es wird manchmal zu viel. Aber du musst dich um dein eigenes Glück kümmern, Theo. Du kannst nicht immer nur anderen helfen. Danke, Brandon. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du meinem Geheul zugehört hast. Ich wette, selbst Donald Lundy futtert manchmal kübelweise Eis auf einmal und verbraucht Berge von Taschentüchern. Oh, Brandon, du bist der netteste Typ, den ich kenne. Bis später. Wer war das Mädchen, mit dem du geredet hast? Oh, du meinst Theo? Sie ist meine allerbeste Freundin. Ah, sie ist so lieb und hübsch und sensibel. Ich rede gern mit ihr. Das ist schöner, als immer nur Karamellkaffee aufzubrühen. Ich glaube, Leute nach Aussehen und Gefühlen zu beurteilen, geht über deine Fähigkeiten hinaus, oder? Blödsinn. Wenn ich die Leute nicht analysieren könnte, woher sollte ich denn wissen, ob ich einen Chai Latte oder eher einen Mochaccino empfehle? Du sagtest, du magst manche Leute mehr als andere und denkst dir Witze aus. Du kannst wirklich fühlen. Oh, hör schon auf. Ich werde sonst noch rot. Was bedeuten würde, dass ich überhitze und meine Leitungen durchbrennen? Nicht auszumalen. Denke ich auch. Wir sehen uns, Brandon. Desaster aus aller Welt. Der Einsturz der Luna ins Kaya-Uran, der direkt aus der Chernobyl-Sibirsk in Sizilien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bergarbeiter nach einem schweren Erdbeben tief unter der Erde gefangen. Doch dank ihrer speziellen Sysik 2 Winterschlafimplantate konnten die Bergarbeiter ohne irgendwelche Formen von Nahrung oder Trinkwasser ganze 2 Wochen lang überleben. Nach ihrer Rettung und einer kurzzeitigen notwendige technische Überprüfung. Hey, V. Danke, dass du gekommen bist. Mit Maiko zu reden ist wie 3D-Schach. Lass nicht zu, dass sie dich überrollt. Ein paar mehr Details über sie könnten mir nützen, wenn ich mit ihr reden soll, oder? Nein,
Überlass mir das Reden. Ich bin also, kurz gesagt, nichts als dein Bodyguard. Habe ich nie behauptet. Ich kenne sie nur besser. Und wie hast du vor, sie zu überzeugen? Indem ich die Wahrheit sage. Über Evelyn. Was passiert ist. Warum. Und du meinst, das reicht? Nein. Danach muss ich improvisieren. Du wirkst ziemlich nervös. Ich könnte diese Wichser mit bloßen Händen kalt machen. Also ja, man könnte wohl sagen, ich bin etwas nervös. Bin soweit. Gehen wir. Warte, ich mach auf. So ein Schloss. Das bekommt keiner beim ersten Versuch auf. Weißt du, wie man ihr System umgeht? Offensichtlich. Hatte gehofft, dass es seit dem letzten Mal keine Updates gab. Und es sieht ganz so aus. Ein Kinderspiel. Mir nach. Judy Alvarez. Ich würde ja sagen, schön dich zu sehen, aber ich lüge nur ungern. Und Überraschung mag ich genauso wenig, wie du weißt. Ja, und ich weiß auch warum. Dachte, du warst am Ende, als du zu den Mox gegangen bist. Fehlanzeige, du kannst tatsächlich noch tiefer sinken. Gibst dich ab mit Persona non grata Nummer 1. Ja, wie? Ich meine dich. Hab wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Gut. Einmal getroffen und du erinnerst dich an mich. Teil meines Jobs ist, mich an unangenehme Kunden zu erinnern. Und meistens kümmere ich mich auch um sie. Also, was soll ich mit dir anstellen? Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht da. Ist das so, hm? Warum bist du dann hier? Damit Judy kriegt, weswegen sie hier ist. Judy hätte ohne dich bessere Chancen gehabt. Also, Judy hat ein Angebot. Für das Clouds. Du willst zurückkommen? Klar. Ich schätze deine Fähigkeiten, das weißt du. Ich weiß nur nicht, wozu du das da mitgebracht hast. Hör auf, Puppen wie Ware zu behandeln und ich denk drüber nach. Aber zuerst, die Tiger Claws sollen aus dem Clouds verschwinden. Okay, hör zu. Was mit F passiert ist, ist schrecklich. Hm? Und ich dachte, du wüsstest nichts davon. Ihr Ende war vorprogrammiert. War nur überrascht, dass es so lang gedauert hat. Wir müssen was unternehmen! Sonst enden alle wie F. Woodman hat sie vergewaltigt, als sie bewusstlos war und sie dann einfach verramscht. Wow, du warst immer schon labil. Okay, da du vernünftiger zu sein scheinst, willst du mir sagen, worum es geht? Judys Plan. Denk darüber nach. Könnte klappen. Na sowas, Judy. Hast dir da ja ein echtes Fangirl angelacht. Weißt du, was Woodman Evelyn angetan hat, als sie verzweifelt Hilfe brauchte? Ist ihr das einfach egal? Die Tiger Claws haben hier das Sagen. Weißt du, was ich denen bedeute? Ungefähr so viel, wie ihr zwei und eure Problemchen mir bedeuten. Äußerst wenig. Und du fragst dich nicht, warum du hier arbeitest?
Ich werde so tun, als wärt ihr nie hier gewesen. Um der alten Zeiten willen, Judy. In Kürze wird den Sicherheitsleuten auffallen, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Geht friedlich oder fliegt raus. Und das ist weder eine Drohung noch bildlich gesprochen. Nur ein Fakt. Das reicht. Ich gehe. Besser so. Und nur damit du weißt, dass ich dich nicht abblitzen lasse. Forrest ist in ein paar Minuten auf der Wartungsebene. Allein. Ich bin nicht dein Feind. Dich habe ich nicht nach deiner Meinung gefragt. Du machst einen großen Fehler, Maiko. Das werden wir ja sehen. Slave, großartig. Sie hat uns einfach abserviert. Weißt du, was ich glaube? Sie hat Angst. Hat viel zu verlieren, wenn die Sache schief geht. Eigentlich alles. Also lässt sie einfach alles weiterlaufen? Wart ihr mal zusammen? Ja, lange her. War damals ziemlich einsam. Wie jeder in Night City. Damals war sie noch anders. Und ich auch. Ich trau keinem, der sich nur an Fakten aufhängt. Die Grenze zwischen guten Freunden und einem Messer im Rücken ist für solche Leute verdammt schmal. Ich weiß, sehe ich ähnlich. War mal mächtig verknallt in sie. Hat ewig gedauert, bis ich erkannt habe, wie sie wirklich ist. Aber zuverlässig oder nicht. Ich hätte heute Morgen einfach tauchen gehen sollen. Ein bisschen Entspannung würde dir guttun. Und mir erst. Es geht nicht wirklich um Entspannung. Ich habe eine neue Idee, an der ich arbeite. Aber ich weiß noch nicht, ob sie funktioniert. Ja. Ich kann mir dich auch nicht auf einem Liegestuhl mit einem Mai Tai mit Schirmchen vorstellen. Nee, auf einem Liegestuhl würde ich nur grübeln und mir den Kopf zerbrechen. Und das brauche ich gerade nicht. Ja, spuck noch auf mich. Warte noch. Was ist mit Woodman? Tja, was willst du denn jetzt tun? Ich will, dass ihm einer die Visage mit Blei verziert, bis keiner mehr da ist. Jemand? Okay. Ich will, dass du es tust. Meinst du denn, er wird dort sein? Du hast Maiko getroffen. Wenn der Pisser noch dort ist, dann, weil er ihre Befehle artig befolgt. Ich habe keinen Funken Mitleid mit diesem Wichser. Okay, dann zu ihm? Allerdings. Bringen wir ihn um. Wir nehmen den Fahrstuhl. Geht am schnellsten. Wartungsebene. Was ist schlimmer als ein Konzerner? Eine Möchtegern-Konzernschlampe. Du meinst Maiko. Was für eine Bitch. Aber bei einer Sache hat sie recht. Eure Chance, das durchzuziehen, ist so gut wie null. Okay.
Chefe sucht ihr hier. Wo ist Maiko? Warum hat sie mich herbestellt? Evelyn ist tot. Bist extra hergekommen, um mir das... Anfühlen. Drück aufs Erdgeschoss. Ich muss hier dringend raus. Ich konnte fast spüren, wie die Welt ein besserer Ort wurde, als er starb. Dieses Gefühl war so... so intensiv. Weißt du, Rache ist selten befriedigend. Die Leute meinen es da wie eine Wunderpille gegen Trauer. Aber so funktioniert das nicht. Wir müssen Maiko etwas Großes bieten. An ihr Gerechtigkeitsgefühl zu appellieren, war nicht groß genug. Maiko bevorzugt harte Fakten. Für einen Moment dachte ich, du willst hinschmeißen. Wie? Ich sitze tagelang im Keller und tune Virtus. Wie groß ist die Chance, dass mir dort jemand die Birne wegpustet? Winzig. Genau wie Maikos Empathie. Und ich trage mein Herz nicht auf der Zunge wie du. Jedenfalls war's das noch nicht. Okay, also Fakten mag ich auch. Ah, darum geht's also? Wie viele du umlegst, wie viel Munition dabei draufgeht und wie viele Eddies du damit machst? Naja, weißt du, nicht jeder kann von Idealismus und Träumen von der Freiheit leben. Manchmal muss man sich dreckig machen. Okay, und was jetzt? Ich muss nachdenken. Wir brauchen mehr Leute. Ich rede mit den Puppen. Ich rufe dich an, wenn ich was habe. Wir sehen uns wie. Und danke. Was machst du da? Ich bin völlig zufrieden mit meinem Aussehen. Vielen Dank. Bitte, hör auf damit! Oder was? Danke, wie? Puh, ich hatte solche Angst. Ich dachte, er bemalt mich mit gemeinen Sprüchen. Die Demütigung. Ach ja, jetzt... Danke, Brandon. Kein Ding. Du hast ihn dir verdient. Du bist eine harte Nuss. Und trotzdem so nett. Nicht zu jedem. Ich könnte nicht gemein sein, selbst wenn ich wollte. Besonders zu dir. Über Tote sagt man nichts Schlechtes, richtig? Jetzt schlacht er gleich ein, verdammt!
Keine Ahnung, wovon du sprichst. Du musst mich mit jemandem verwechseln. Oh nein. Wirklich? Das tut mir furchtbar leid. Ich bin wohl doch nicht so smart und verständig, wie ich dachte. Ja, ich meine, nein. Vielleicht. Wir sehen uns, Brandon. Oh.